Moin, 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 meine Lieben. Ganz herzlich willkommen heute hier bei Real Farming 2. Ich freue mich natürlich, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Und ich bin gerade zurück am Hof. Und wenn es euch gefällt, das Ganze, was ihr hier seht und auch die ganzen anderen Projekte, die wir hier sonst noch so machen, dann lasst doch gerne mal ein Däumchen da. Oder auch gerne ein Abo. Würde mich natürlich freuen. So, ich muss natürlich auch sagen, es gibt einen Sponsor für dieses Video hier gerade. Das ist nämlich Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms, ein wunderschönes Game, was ihr euch kostenfrei runterladen könnt, kostenfrei spielen könnt, ist auch nicht pay to win und macht absolut viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Ich habe es jetzt angezockt und es macht richtig, richtig viel Fun. Ist ein Gelegenheitsspiel, ne? Aufbauspiel, Gelegenheitsspiel. Man kann Clans errichten, man kann natürlich gegen andere spielen. Man kann mit seiner Community, mit seinen Freunden gegen andere spielen. Ja, macht einfach wirklich viel, viel Spaß. Guckt es euch mal an, würde mich natürlich sehr freuen. So, und ihr unterstützt natürlich auch meinen Stream und hier das ganze Video und alles, ne? So, gut. Ich fahre jetzt mal hier ran. Ja, von Hoppe. Die Kohl hier. Moin. Ich hab jetzt den Volker abgeliefert. Haben sie ihn abgeliefert? Der ist jetzt beim richtigen Arzt. Nicht beim keinen Arzt, sondern beim richtigen. Und ja. Beim kein Arzt. Jetzt nicht. Not Arzt, kein Arzt. Okay, alles. Das ist schon gut. Aha. Also Frau Kohl, Sie verblüffen mich in letzter Zeit immer wieder. Warum denn? Man hätte es manchmal gar nicht so gedacht, wie Sie drauf sind. Wie bin ich denn drauf? Sie können Englisch ziemlich gut, oder? Ein bisschen, ja. Ich glaub's, ja. Die Standortdinge. Standortdinge? Ja. Wo muss ich denn jetzt hin, meine Fresse? Ja, also, Bürsel, ich wollte nur sagen, der Volker ist jetzt beim Arzt. Was machen wir denn jetzt mit dem Traktor? Ist doch mir egal, ist doch nicht meiner. Na, keine Ahnung, das Ding ist nicht mehr fahrtüchtig. Ist nicht mehr fahrtüchtig. Ne, ich hab's gerade so noch rübergekriegt. Na gut. Also das, ja. Glaube ich, wird nix mehr. Ja. Naja, ich muss ja jetzt eh dahin laufen, um mein Auto zu holen. Ja. Na, mal gucken. Ja, gucken Sie mal. Was machst du jetzt noch? Ich habe jetzt gerade frische Pferde geholt. Die muss ich natürlich jetzt mal schnell striegeln und mal kurz einreiten. Dann steht hier, bei mir auf dem Hof steht ein John Deere rum. Ah, das kann doch nur der Krone sein. Ja, das stimmt allerdings. Ah, mit dem muss ich auch nochmal reden. Sehen Sie? Das ist eigentlich gut, dass der hier steht. Na da, halte ich dich mal nicht länger auf, ne? Du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid, ja. Ich weiß Bescheid. Wie geht's ihm denn jetzt eigentlich? Naja, also Witze kann er reisen. Ja, dann geht's so. Also ich habe gesagt, er soll mich anrufen, wenn es ihm wieder gut geht. Und mit immer klingelte, währenddessen wir noch geredet haben, mein Telefon. Und da war er dran und hat gesagt, ihm geht's wieder gut. Also glaube ich aber ja, nicht so ganz, oder? Ja, nee, der hat auch vergessen, dass er einen Unfall hatte. Und nee, ist nicht gut. Naja. Aber viel kann ich da ja auch nicht machen. Ich bin ja nur Krankenschwester. Also pflegen kann ich, aber so Diagnosen, das muss schon der Arzt machen. Na, ist klar. Na gut. Frau Kohl, ich will Sie nicht abwürgen, aber der Herr Krone steht bei mir hier.
Ja, nee, nee, alles gut. Tschüss. Bis später. Tschüss, tschüss, tschüss. Herr Krone? Ja. Haben Sie einen Schlaganfall? Nö. Achso, ich dachte. Kekse sind lecker. Kekse sind lecker? Ja, hab meinen halben Trecker voll gekrümelt. Na toll. Ja. Haben Sie es schon gehört vom Händler? Nee. Hat einen Unfall gehabt. Und Was nicht mal kann der überhaupt? ganz, ganz wenig. Ja, den hat's komplett auf die Seite gelegt mit dem Traktor. Ich Er hab ist schon immer jetzt. gesagt, er soll's lassen mit dem Deutz. Ja. Ja, gut. Am Deutz kann jetzt nicht so viel kaputt gehen, aber. Ja, aber er fährt immer mit seinem Deutz zu schnell in den Kurven. Oh ja, das war auch das Problem dort unten, wissen Sie? Ich muss ja das Ding Eieiei. jetzt wieder aufstellen irgendwie und an die Seite fahren. Das war jetzt ein Malheur, glauben Sie mir. Das war ein Malheur. Naja. Herr Ja. Krone, und zwar, ich würde gern die Obstplantage machen und den Komposter. Komposter Ja. würde ich aber gerne wie gesagt, mit jemand zusammen machen. Und jetzt wäre das mein Anliegen, dass das mit Ihnen wäre, weil wir ja sowieso hier Nachbarn sind, gute Nachbarn, und der Komposter ja gleich hier ist, also hinter meinem, in unserem Einzugsgebiet, will ich jetzt mal sagen, wa? Ja. So, Alles unser hier. genau, genau. Und da wäre jetzt meine Frage, ob Sie daran Interesse hätten, an der Immer. Zusammenarbeit. Ah ja. Okay, das ist gut. Wie läuft es hier in der Stadt? Kauft man sich das einfach oder muss man da irgendwas ausfüllen oder wie ist das hier? Wissen Sie das? Also, ich bin einfach hingefahren, hab da Geld hingelegt und dann hatten die mir die Schlüssel in die Hand gedrückt. Ah, okay, krass. Dann wäre das ja eigentlich in Sack und Tüten, würde ich sagen, ne? Ja. Genau. Die Frage ist jetzt, wie wir da zusammenarbeiten. Ja, das ist die Frage. Also in welcher Form? Ich brauche ja für meine Obstplantage Komposter. Ja. So. Und ich würde aber auch meine Felder gerne mit Kompost bestellen. Genauso wie ich. Genau. Jetzt ist die Frage, wie verdienen wir denn daran Geld? Indem wir Dünger sparen. Können wir den Kompost nicht irgendwo verkaufen? Nee, ne? Ja, das Nicht, dass geht ich nicht. wüsste. Aber man spart sich halt den Dünger. Wissen Sie die Ist auch wieder bloß. Durchschlagsmenge? Also, ich glaube, der Komposter, der rammelt ganz schön durch, ne? Kann gut sein. Das Problem ist, Und nie gesehen. wir müssten halt noch eine Einnahmequelle generieren. Wissen Sie warum? Warum? Das Ding braucht Diesel und nicht wenig. Ja. Das heißt, wir müssten, wenn wir uns schon den Diesel teilen, also die Ausgaben, müssten wir irgendwie wenigstens den Komposter müssten wir noch zu Geld machen. Wir könnten ja mal in der Stadt rumfragen, ob jemand Kompost bräuchte zum Düngen. Ich glaube eher weniger, dass jemand was braucht von denen. Frau Kohl zum Beispiel. Was kostet denn zurzeit Flüssigdünger, überhaupt Dünger? Das ist eine gute Frage. Schon zu lange 1920. Oh, 1920. Beim Landhändler war es, glaube ich, billiger, aber trotzdem zu lange her. Weiter habe ich nicht mehr im Kopf. Sagen Sie mal, der Landhändler braucht ja nicht Kompost für seine Düngerherstellung. Zeit hat er, glaube ich, genug noch. Kompost? Ja, nee, Mist geht auch. Na ja, gut, aber wenn wir mit dem einen Deal machen,
Könnte man versuchen. Aber wissen Sie, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir mit dem Kompost noch ein bisschen Kohle machen. Kommt halt drauf an, wie viel produziert wird. Ja, da müssen wir dann schon ein bisschen Gas geben, ne? Also ich weiß nicht, ob Sie meine Strohsammlung gesehen haben, die ich heute vom Feld geholt habe. Mhm. Ja, ist einiges. Ja, die Frage ist, was kommt denn in den Komposter drin? Stroh und Gras. Stroh und Gras? Ja. Also Stroh oder Gras mit Diesel. Na gut. Wenn der Dieselpreis sich nicht geändert hat beim Landhändler, ist für 1,50 Euro. Für einen Liter? Ja. Also 1500 für 1000 Liter. Ja. Haben Sie die Telefonnummer von dem Landhändler? Nee. Ich fahre immer nur auf dem Hof. Irgendwann taucht der auf. Okay. Na, was ist da auf? Ich höre mich mal rum. Ich mach dann gleich mal noch ein paar Telefonate. Und versuch mal, den Landhändler irgendwann an die Strippe zu kriegen. Ob der von uns kommt, ob der dann Kompost bräuchte. Versuchen. Das wäre ein großer Abnehmer. Ja, wenn er es braucht. Nur welchen Kompost alles komplett selber aufbrauchen, immer noch. Kommt drauf an. Wenn das Ding eine gute Durchschlagsmenge hat und wir viel produzieren, also wir müssen natürlich erstmal also im Voraus ein bisschen was produzieren. Durchschnitt. Ne? Ich brauche im Durchschnitt 200.000. Im Jahr? Ja. Ich glaube, das ist schnell zusammen in dem Komposter. Wenn wir... wir müssen natürlich jetzt erstmal vorproduzieren, ne? Das ist klar. Sie sind wie von Geisterhand gerade verschwunden. Ich bin nur auf einer vom Trecker. Ach so. Ich gerade noch was machen. Ja. okay. Na gut, Herr Krone. Sie jetzt am Trecker, wenn Sie am Trecker noch was machen müssen. Das ist ein altes Ding. Man muss einmal hin und wieder mal nachgucken. Ja. Aber dann sind wir uns auf alle Fälle erstmal einig. Ja. Und ich geh mal telefonieren. Machen Sie das. Ich danke Ihnen. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Oh, nee. Geil. So, jetzt ist natürlich die Frage, brauchen die anderen Komposter? Ja, mal die. Ja, mal die. Kohl mal anrufen. Wir mussten ganz kurz mal Pause machen. So, jetzt geht's weiter. Ich werde mal die Kohl anrufen. Wo ist denn jetzt das blöde Telefon? Kohl? Frau Kohl, Marius von Hoppe, grüß Sie. Hallo, Börsche. Frau Kohl, hast du denn? Ich habe mal eine Frage. Wenn Sie Ihre Felder bestellen, ne? Mit wat düngen Sie denn? Oh. Warum? Ja, sagen Sie es mir erstmal. Na, mit Dünger. Der kostet ihn ganz schön viel, wa? Kann sein, warum?
Naja, ich hab da was vor. Ich hab doch gesagt, ich will den Komposter machen. So ein Kompost düngt ja. Mhm. Vielleicht kriegen wir da ja eine kleine Partnerschaft hin. Wo ich ihn ein bisschen unter die Arme greife und sie mir natürlich dafür mal was abkaufen im Komposter. Im Kompostbereich. Und wo willst du mir da unter die Arme greifen? Ja, Kompost ist günstiger als Dünger. Verstehen Sie? Verstehen Sie, ja, was ich meine? Ja, und was kann ich da machen, außer das abkaufen? Ja, eben abkaufen. Ach so. Ja, Birsche, du musst wissen, was du machen willst. Ne? Mach das mal nicht von mir abhängig. Wenn du das gerne machen möchtest, dann mach das. Ich mach das auch. Aber ich frag sie ja halt, ob sie dann auch ein Abnehmer von mir wären könnten. Wenn sie so viel dann rauskriegen, dass das für mich mit reicht, dann ja. Ah, okay. Gut, weil ich frag jetzt schon mal so ein bisschen rum, wer da, wissen Sie? Ne, das muss aber dann auch für alle reichen. Ja, wenn es dann mal nicht reicht, dann... Ich frag ja jetzt nur rum, um zu wissen, wer da vielleicht Interesse dran hätte. Und es gibt ja dann immer noch den Landhandel, der ja auch Dünger hat, ne? Mhm. Also, das geht schon, also... Das sehe ich jetzt kein Problem, wa? Ja. Ah, na gut, aber okay. Ich will niemandem was wegnehmen. Also, sie nimmt doch nichts weg. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ganz normal. Das ist Geschäftsleben, wissen Sie? Ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Boah, ich kann doch gar nicht fliegen. Ja, sie sind ja kein Wurm. Na gut. Dann wissen wir erstmal Bescheid, ne? Genau. Na gut, alles klar. Bis später, tschüss. Tschüss. Eingelappt. Ah, nee, eingelappt. Okay, das hast du noch gesehen. Ich hab dann den, noch hochgestellt, den... Marius von Hoppe. Birsche? Den Traktor hochgestellt, ne? Ja. Isst du Rindfleisch? Natürlich. Okay. Warum? Bis gleich. Hä? Was denn jetzt? Naja, aber was da passiert, ihr Lieben, das machen wir beim nächsten Mal. Ja? Ich weiß nicht, was hier kommt. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ihr Lieben, bis dahin, ich freue mich natürlich, wenn wir hier wieder ein bisschen... Wow. Wenn wir hier wieder ein bisschen farmen zusammen. Am Mittwoch kommt dann wieder... Also sind wir wieder im Stream. Mit Real Farming 2. Und ja, bis dorthin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss. Ciao. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch ein kleines Abo. Tschüssi. Und ja, bis zum nächsten Mal.